Hallo, ich rufe Sie an wegen dem Corona-Test von der Person, mit der Sie alle Kontakt gehabt haben. Der ist leider positiv. Das heißt, Sie müssen jetzt alle 2 Wochen in Quarantäne bleiben. Oh nein. Wieso ist denn hier Quarantäne oder wie das heißt? Das ist doch ein Käse. Mir ist das viel zu langweilig da haben. Ja, meine Tieren. Wir können es doch auch mal zusammen machen am Telefon. Du, das ist eine super Idee, aber ich muss jetzt noch die Sina, den Michael und den Herbert anrufen. Ich drehe ja bald durch. Ihnen ist schon klar, dass die Masken vor gar nichts schützen. Woher wollen Sie das wissen als Systemsklave? Die Macht ist mit uns. Da haben wir es doch nicht so schlecht. Guten Morgen. Morgen. Warten Sie bitte da vorne an unserer Abstandslinie. Ich bin gleich bei Ihnen. Was ist denn so dringend? Herr Polizeipräsident! Frisch gekocht? Ja. Hervorragend, danke. Guter Kaffee. Jetzt setzen Sie sich mal, dann bekommen Sie eine frohe Botschaft. Danke, Herr Polizeipräsident. Sie wissen ja, Sie sind hierher versetzt wegen der Quarantäne der Siebenstern West. Nun, die Quarantäne ist jetzt aufgehoben. Die Kollegen kommen zurück und das bedeutet, Sie können wieder heim nach Wunsiedel. Ja, das ist ja hervorragend. In der Tat. Ja, das mit dem Corona ist schon eine seltsame Sache. Wem sagen Sie das, Herr Polizeipräsident? Ich hab hier die seltsamsten Leid. Ich bin froh, wenn ich wieder in Wunsiedel bin. Übrigens, Herr Polizeipräsident, wegen meiner Beförderung. Ja, es ist jetzt Zeit für Sie, nach Wunsiedel zurückzugehen. Ich übernehme die Inspektion, bis die Kollegen eintreffen. Danke, Herr Polizeipräsident. Habe die Ehre. Moin. Peter, was für eine Überraschung. Katja, welche Freude. Was machst denn du da? Ja, ich wollte euch persönlich willkommen heißen. Das ist ja lieb. Und der Kollege Jahreis ist schon weg? Zurück im Wohnsiedel. Ach, ich habe mir gedacht, in der Zwischenzeit passiert hier eh nichts. Naja, ganz so ist es ja auch nicht. Hast du uns schon aufgegeben? Ach, wann kommt denn Hauptkommissar Schmidtke? Oh,
Der kommt leider ein bisschen später, weil er in Berlin in Quarantäne war. Und jetzt steckt er im Stau. Ah. Moin, Hannes Dina. Hallo, Frau Hofer. Guten Morgen, Herr Polizeipräsident. Ah, Sina, machst du uns einen Kaffee? Wie immer halt. Danke, für mich nicht. Ich muss gleich weiter. Also, Katja, dann übergebe ich hier mit dir als Stellvertreterin die Inspektion. Sina, machst du uns trotzdem einen Kaffee? Na klar. Und wie geht's jetzt mit dem Wettbewerb weiter? Das Innenministerium hat wegen Corona die Pläne erstmal auf Eis gelegt. Punkte gibt's aber weiterhin und wenn Corona vorbei ist, geht auch der Wettbewerb weiter. Wissen wir Bescheid. Danke nochmal fürs persönlich Vorbeikommen. Es ist mir immer eine Freude. Katja, Frau Hofer, auf Wiedersehen. Moin, Herbie. Grüß dich, Michael. Lang nicht mehr gesehen. Endlich geht's wieder los, Mensch. Sag mal's. Ja. Halt, Corona-Gruß. Hast du schon? Im Fuß. Guten Morgen, liebe Kollegen. Irgendwo reingetreten? Was? Guten Morgen, Herr Polizeipräsident. Corona. Entschuldigung, macht der Gewohnheit. Wir haben ja auch gerade Corona-Gruß gemacht, gell, Herbie? Ja, schön. Ich freue mich, Sie wieder zurück im Dienst zu sehen. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Du bist aber jetzt ganz schön reingetappt, oder? Das weiß ich doch selber, Mensch. Komm. Ja, nein. Was machst du jetzt? Na, Abstand halten. Was? 1,50. Ja. Das ist aber jetzt kein 1,50 Meter. Na, das weiß ich doch selber. Moin. Moin. Moin, ihr zwei. Hey, Katja, und? Wie läuft's? Ja? Gut. 1,50 Meter. Hey, ja. Na, habt ihr den Präsidenten noch getroffen? Ja. Und der Michael. Wollen wir die Hand geben? Ja, Herbie, ist gut, ne? Bist wohl noch nicht Corona-konform, ha? Corona was? Ich meine, es nervt einfach, oder? Habt ihr zwei Masken dabei? Ja, klar. Da. Ist von meiner Frau. Selber gestrickt. Käkelt, Herbie. Was? Ja, schau dich aber an. Michael, ich glaube nicht, dass du die im Dienst aufsetzen kannst. Hä? Wieso denn nicht? Wo ist denn der Chef überhaupt? Der kommt ein bisschen später. Ach, Sina, das ist aber schön. Jetzt habe ich gedacht, du hast mal zur Begrüßung einen Tassen Kaffee gestellt. Jetzt ist nichts drin. Da hat, glaube ich, der Präsident gehabt. Aber ich hopp da noch an. Danke. Stefano. Anke, schon so früh unterwegs? Ja, ich habe doch gehört, dass ihr ab heute alle wieder hier seid. Und da musste ich dir doch gleich die neuesten Informationen geben. Jetzt bitte lass mich doch erst mal ankommen, Anke. Ich muss gleich die Wache vom Kollegen übernehmen und das dauert eine ganze Weile. Ja, also dieser windige Kommissar aus Wunsiedel. Kein Vergleich mit dir und deinen Leuten. Der hat mich überhaupt nicht für voll genommen. Ja, und ich hatte den Eindruck, der versteckt sich vor mir. Schau mal, ich trage das dann immer so da. Der Chef ist da und die Blechschmidt. Wie hatten die das schon wieder spitz gekriegt, dass wir wieder da sind? Was, die Blechschmidt? Nicht einmal einen dritten Kaffee gönnt die an.
Herbie, Ansatz. Ha! Nix da. Vergiss es, ihr bleibt schön da. Anke, tu mir doch bitte jetzt einen Gefallen und komm in 1-2 Stunden wieder. Ich muss meine Kollegen begrüßen, alles sortieren und dann habe ich ein offenes Ohr für dich. Na gut, dann komme ich eben später wieder, wenn es sein muss. Aber mach dich auf was gefasst. Während ihr in Quarantäne wart, ja, da war hier Sodom und Gomorra. Kein Mensch hält die Corona-Regeln ein. Kein Wunder, wenn es da einen zweiten Lockdown gibt. Gut, also dann bis später. Bis gleich. Ah, es ist so schön, dass ihr wieder da seid. Hat von euch einer der Blechschmidt erzählt, dass wir wieder hier sind? Hm? Ich weiß nicht. Der Jara ist wahrscheinlich der alte Schnärpfel. Wundsiedler halt. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Schön, euch wieder gesund und munter wiederzusehen. Alles gut? Ja, bis auf dass ich Anna in Berlin gelassen habe. Aber ich hole sie bald wieder nach. Ich habe Weißenstadt richtig vermisst. Na, das hoffe ich doch. Der Kollege aus Wunsiedel ist schon wieder weg. Aber liebe Grüße vom Polizeipräsidenten. Der war persönlich hier und hat die Inspektion übergeben. Ey, da war ja richtig mächtig was los, inklusive Blechschmidt. Ja, der Herbie und der Michael wollten schon wieder flüchten. Was? Das sieht euch ähnlich. Hat der Polizeipräsident etwas über den Wettbewerb gesagt? Ja. Gut, lasst mich ankommen und dann erzählst du uns alles. Moin, Stück freier sich, dass wir auf Besuch kommen. Es ist eine Frage, so, dass überhaupt wieder wer kommt. War ja 14 Tage ausgestorben, der Frankenbulli. Aber scheintot waren sie ja schon immer. Echt jetzt? Was ist denn los? Na, die von der Ostsee sind gerade hergefahren. Was? Also die? Kommen doch nicht rein! Herbert, bleib da! Was werdet denn ihr da wollen, hä? Aha, unser Empfangskomitee hat sich aufgebaut. Grüß Gott, der Hofmarschall. Guten Morgen, Kollegen. Schön, dass es euch gut geht. Was verschafft uns die Ehre? Wir wollten euch bloß mit dem Dienst willkommen heißen. Schließlich seid ihr ja mit uns punktgleich. Ihr seid mit uns punktgleich? Das klappt doch selber nicht. Also, warum seid ihr wirklich da, hä? Also, es ist ein reiner Höflichkeitsbesuch. Polizisten, die der Welt nichts nützen, lässt man gern zu Hause sitzen. Und wenn der Franke wo nicht ist, dann wird er dort auch nicht vermisst. Was? Oh, und jetzt schleicht's euch wieder! Abi, Abstand! Ja, Abstand! Und übrigens, die Massen bringt überhaupt nichts, wenn's gestrickt ist und lauter Löcher hat. Was? Die bringt ja nichts, wenn sie einfach so unter der Nase hängt. Hey, Leute. Also manchmal verstehe ich euer Getue nicht. Also, wie können wir euch helfen? Wir wollten wirklich bloß schauen, ob alles passt bei unseren Lieblingsgegnern. Gegner? Gut, wir können euch versichern, hier ist alles in bester Ordnung. Ja, Sewitz, wenn nichts weiter anliegt, dann würden wir gerne weiterarbeiten. Wir haben noch jede Menge Fälle zu bearbeiten. So, habt ihr so viel zum Dau? Jede Menge. Aha. Naja, aber jetzt, wenn dann Corona durch ist, dann geht's wieder rund. Wir freuen uns schon. Ein Lappen, der vorm Rüssel hängt, hat mehr Nutzen, als man denkt, weil uns jetzt die Praxis lehrt. Es gibt Gesichter, die sind's wert. Hä? Habe die Ehre. Ho, und jetzt nein, euer Ruderkisten! Und nehmt eure blöden Pfälzer Gesichter mit! Ja, genau, schön, dass ihr da wart, aber jetzt Corona AD, gell? Ja, ihr könnt euch schon freier. Wir kriegen nämlich Verstärkung. Und dann schauen wir mal, für wen das da AD heißt. AD, was wirklich ist das? Fränkisch halt. Corona AD, wie kommst du denn da drauf? Naja, das heißt ja auch Corona Gruß, oder? Also ich find's cool. Gell? Ja.
Was hat denn die Völkel mit Verstärkung gemeint? Keine Ahnung. Das klang aber nicht gut. Da müssen wir mal richtig Gas geben, wa? Naja, wir haben ja noch ein paar von unseren erfundenen Fälle. Also wenn Not am Mann ist. Ich fürchte, wir werden jetzt erst einmal mit Corona-Verstößen fleißig Punkte sammeln. Ich meine, das ist zwar blöd, aber was will man machen? Oh, aber das ist hoffentlich bald vorbei. Du kriegst jetzt erst einmal eine gescheite Masken. Was? Das wird meiner Frau aber nicht gefallen. Das Ding kannst du ja daheim aufsetzen. Und Michael, du kriegst Haare. Gerne. So, Katja, und jetzt erzähl uns endlich, was der Polizeipräsident gesagt hat. Ja, oh, da kommen die Blechschmidt. Was? Was? Ich hab doch ein 2 Stunden gesagt. Tja, exakt 1 Stunde. Katja. Also gut, haut ab. Habi, ein Satz. Oh. Yeah.